Und auf einmal merke ich, dass der Blick von Hitler auf mir ruht. Und da schaue ich auf. Tatsächlich. Er schaut mich so an. Und das war einer der seltsamsten Momente meines Lebens. Ich habe das Gefühl gehabt, er sucht irgendwie, der Blick, der zunächst ganz auf mich gerichtet war, ging auf einmal durch mich hindurch in eine unbekannte Ferne. Das ist so sonderbar gewesen. Und der lange Blick, den er mir geschenkt hat, hat mich vollkommen überzeugt, dass er ein Mann mit ehrlichen Absichten war. Ich kann nur eins sagen, ich bin glücklich, dass mir Hitler von seiner schönsten Seite begegnet ist. Jetzt hat es sicher auch dunkle Seiten gegeben, aber ich habe ihn von seiner wunderbaren Seite erlebt. Und das ist etwas, was mir kein Mensch nehmen kann.